Yo, Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Loco. Pascal, bitte zur Polizeiwache. Ihr seht, ich bin auf einem RP-Server, Leute. Nicht auf irgendeinem, ich bin auf einem Notruf-Emden-Voice-Chat-RP-Server. Also hier gibt es auch nur Only-Voice-Chat. Das ist das erste Mal für mich. Wir gucken mal, was hier so abgeht, Leute. Lasst unbedingt mal ein Like und ein Abo da und wir checken einfach mal generell die Lage, wie die Leute hier so draus sind und was man hier so Spannendes machen kann, Leute. Ich habe hier schon gesehen, dadurch, dass man hier auf Privatservern deutlich mehr machen kann, sind hier halt auch direkt schon ein paar Sachen gemacht. Ne? Admin-Cars dürfen nicht geklaut werden. Einsatzkräfte haben Vorrang. Angst-RP muss gespielt werden. Regeln. Das Wort Schmieröl ist verboten. Nicht zu viele Geiseln. Respektvoller Umgang. VDM, RDM, Power-RP ist verboten, Leute. Das ist Vehicle-Deathmatch. Dass sich nicht random Leute schlagen darf. Und sowas, Leute. Infocenter. Cooles Infocenter. Leute, Owner. Admin. Keiner wahrscheinlich von denen da. Wenn ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da. Leute, gerade ein Unfall gebaut. Er wird einfach. Ich dachte, er ist wegen mir da. Hauen wir schnell ab. Oh, da geht's nur zum Hafen. Das sieht nicht so interessant aus. Da rasen wir vor seiner Nase jetzt lang. Ah, ist ja gar nicht mehr. Sehr gut. Zu tanken eigentlich? Oh, ja. So unbedingt tanken. Gut, Leute. Jetzt habe ich noch nicht so einen Spot gefunden, aber ich weiß auch nicht, wie der Spot hier aussieht. Vorne ist noch ein Park. Wir könnten mal in die Parks gehen. Ist ja ein komplett anderes Game hier, Leute, wo wir RP machen. Wenn ihr noch wollt, dass ich mal auf anderen Spielen RP teste, Leute, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und wenn ja, in welchen Games? Das ist hier Ghostbusters-Waffe. Ghostbusters Nexus. Okay. Cool gebaut. So ein kleiner Unterschlupf hier. Check. Cool. Das ist immer cool mit Zombie-Apokalypse im Gang. Ja, Leute, das finde ich immer ein bisschen cooler als bei Hamburg. Man kann halt den kompletten eigenen Server bauen. Habt ihr den Salto gesehen? Das ist auch sehr cool. Zack. Zack. Und wir hauen hier wieder ab. Ja, okay. Oder so. Das war Vorfahrt. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Was haben Sie denn hier vor mit dem Helikopter? Ich wollte mal gucken, wie viel Süßigkeiten ich eingesammelt habe. Ach so. Okay. Willst du ein paar Süßigkeiten haben? Aber die fliegen ein bisschen weit. Warte, ich schieß mal gegen ein Auto. Bisschen was zurückgeben hier, Leute. So. Wie viele hast du schon? Ich kann ihn nicht einsammeln. Wieso nicht? Du brauchst die Tüte in der Hand. Ja. Du musst die Tüte in der Hand nehmen. Die Tüte, wenn du noch keine Tüte hast, kriegst du die davor. Ja, okay, genau. Jetzt irgendwie nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, Friends, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir hier mal Feuerwehr machen? Boah, ich hab Bock auf Fire Department. Das sieht jetzt so heftig gut aus. Wir machen mal Fire Department heute. Nicht mich, aua. Musst du schnell abhauen. Genau hier wollte ich hin. Okay,
Okay, irgendwo hier müssen wir doch den Job annehmen. Feuerwehr. Startshift. Leute, ich bin Feuerwehrmann. Umkleide, Schließfächer. Outfit. 7000 XP, dann kriege ich das braune Outfit. Okay. Nicht ausrüsten. Ausrüsten? Ist das eh hinten drauf? Ich glaube. Ausrüstung. War das alles schon dabei? Ausrüsten. 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 Roba, oha, Alter. Geil. Das ist ja richtig wie ein Feuerwehrsimulator, Leute. Checkt da mal unbedingt meinen zweiten Account aus. Ich spiele da einen Notruf 112 drauf. Das kann ich da draußen verwenden. Also. Und das war's hier, ne? Das reicht ja, glaube ich, eigentlich auch voll. Ah, das Outfit hier. Feuerwehr. FD Respawn. Okay. Leute, wir holen uns mal unser Fahrzeug hier. Halt noch gar keine XP, ne? Ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass ich hier jetzt spiele, Leute. Also Feuerwehr spiele. Let's go! So, machen wir Sirenen an. Geht's denn? Da hinten wird mir der Brand doch direkt angezeigt. Sirenen haben wir an, das heißt, wir werden noch nicht mehr geblitzt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir das Feuer löschen, Leute. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh man. Tut mir leid, die Straße ist gesperrt. Die Straße ist gesperrt. Ich kann nur 5 legen. Das ist ja belastend. Okay, Leute. Wir brauchen Wasserzugang. Wasserzugang bekommen wir. Ey, Gott sei Dank habe ich das Spiel gespielt, Leute. Sonst hätte ich ja jetzt gar keinen Plan. Damit öffnen wir das hier. Boah, Alter, die haben das wirklich integriert, Leute. Guckt euch das an. So kann man richtig gutes RP spielen. Dann muss das Ding hier rein. Und dann muss das Ding da noch rein. Eigentlich. Also man kann es zumindest direkt daneben stecken. Muss man in dem Fall wohl nicht tun. Oh, ich habe eine Drohne. Cool. Wo ist mein Wasserschlauch? Ist das im Auto? Na, oder? Doch, nee, ich dachte schon. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen, Leute. Damit wäre ich ja bekommen, das Feuer hier löschen können. Es fehlt mir irgendwie ein Schlauch. Okay, Leute, cool verhalten. Wir tun jetzt, wenn wir wissen, was wir hier tun. Er fährt aber weiter. Okay. Never mind. Soll das mein Schlauch sein? Das sieht aus wie ein Pen oder so. Ah. Check. Das ist mein Schlauch. Oh, nice, Leute. Ich meine natürlich schlecht, dass hier ein Haus verbrennt, aber... Au! Sag mal, hast du denn mal alle Latten am Zaun? Ey! Ey, der fährt die Leute um. Hallo, kümmere dich um den, der für Auto fährt. Der Autofahrer, der hat mich umgefahren. Hallo! Hallo? Kümmere dich um den Autofahrer, Polizei. Schieß doch auf den. Was ist denn mit dir? Hol den, setz den außer Gefecht. Hallo, komm. Ey, hallo, was ist mit dem Polizisten los? Hallo. Hast du Waffen dabei? Schieß mal auf den. Mann. Polizei! Polizei! Ey, diese... Leute, das ist hier sehr unfähig. Fettes Fail-RP einfach. Leute, wir müssen das Feuer verschieben. Wir verschieben das Feuer. Den suche ich jetzt heim, Leute. Wir spielen heute Admin auf einem Voice-RP-Server. Ich spiele Gott. Ich spiele heute Gott. Ich werde ihn vernichten. Vernichten, sage ich euch.
Vernichten. Kündige. Ich kündige. Jetzt suche ich seinen. Suche ich ihn heim. Stell doch ein. Oh mein Gott, Leute, wir sind eben vor der Polizei geflüchtet. Ich glaube, das habe ich nicht drauf. Aber ist okay, ich habe gerade gesehen. Wir haben noch Waffenskin-Kisten, Leute, die können wir kurz öffnen. Shoutout an den lieben Kollegen, der mir die gegeben hat. Ich weiß noch, dass ich die nicht selber aus dem Posting gekriegt habe. Die hat mir jemand gegeben, aus dem Discord. Ja, okay, für die AK-47, ist okay, ich hätte zwar lieber vielleicht die gehabt, so, aber ist okay, Leute, mal gucken, was kriegen wir aus der. Jetzt aber Trommelwirbel. Oh, die scheint besser. Oh mein Gott, Legendary, oh, Leute, alle mies geprankt, okay, schade, weiter geht's. Ich glaube, Leute, wir müssen unser Auto wechseln. Leute, nicht zufällig einen Spawner hingesetzt, ne? Boah, hier wäre ein cooles, hier ist ein cooles Tuning-Ding. Leute, hier baue ich meinen Tuning-Server hin. Auf dem Parkplatz hier draußen. Das ist ja perfekt. Kann man hier schön langrasen, auch noch schönes Rennen machen. Geil. Hier wäre sogar noch ein Parkplatz ohne Garage. Warum haben wir hier so viele Parkplätze hingebaut? Raststätten, ja. Gut. Ich glaube, dieser Ententyp ist hier nicht mehr drauf. Sad, Leute. Leute, ich ziehe jetzt heimlich die Bank durch. Gucken, ob ich das hinkriege. Okay. Ich das auch knien, ja. Alter, was? First try? Leute, was? First try einfach. Okay. Was, habe ich überhaupt eine Bombe? Oh, god damn. Ich habe keine Bombe. Mission abbrechen. Okay, wieder rausgeschlichen. Dann gucken wir mal, auch mit verminderter Beute. Sven Rumpel. Okay. Ich weiß nicht, ob das einen Alarm auslöst. Ich habe irgendwie das Gefühl nicht. Geh einfach mal mit, damit das keinen Alarm auslöst. You know, Leute? Aber ich krieg auf jeden Fall Sterne. Das muss irgendeinen Alarm auslösen. Okay, schnell weg. Gut, weiter geht's. Auf der Suche nach Leuten, Digga. Wo sind die ganzen hin? Ey, da ist ein Heli. Unikat. 10 Euro. Das ist eine Frechheit. Jetzt reicht's. Ich fahr weg. Das reicht. Ich muss weg hier. 10 Euro, Leute. 10 Euro hat er mir mit meinem Auto geboten. Ist jemand als Geisterfahrer fast mich reingefahren. Fast, er ist wirklich nicht in mich reingefahren. Ich wollte zum Days. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich machen. Lass uns mal einfach den Days-Job machen, Leute. Heute. Zack, ich finde auch geil, dass man hier alle Jobs machen kann. Ja, man wanted, das wollte ich sagen. Da konnte ich eben auf jeden Fall machen. Bin ich so doll gesucht, scheinbar? Gut, Leute, dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie man den Crime Base findet, Leute. Die ist nämlich hier, oder ist der Händler diesmal sogar?
Auf ganz entspannten Hasen fahren wir da mal schnell hin. Crime-App, wir sind noch 7 Minuten Crime für nichts. Das ist natürlich sehr geil. Wir sind eigentlich nur zu schnell gefahren, glaube ich. Ja, Leute. Erzählt mir, wo soll ich RP machen? Soll ich mal GTA-RP ausprobieren, Leute? Würde ich aber einen zweiten Account für machen. Da hätte ich auch irgendwie Lust drauf. Schreibt's mir in die Kommentare. In der Crime-Base wurde hier sogar so vorgesorgt, dass ich hier mein Auto reparieren kann. Nice, Leute, weil ich bin fett gegen Baum gefahren. Dealer gibt's natürlich auch hier. Und wenn der nicht hier gewesen wäre, hätte ich hier sogar für einen permanenten Dealer gehabt. Wir haben hier sogar noch eine Uhr, weil auch die kommt auch wahrscheinlich aus dem Schrank. Gerade haben wir da eigentlich noch irgendwas mitgenommen. Nö. Doch, da eine Tasche. Und in der Bag ist... In der Bag ist eine Rolex. Eine blaue Rolex, Leute. Skin-Typ müsste noch hier sein. Das wäre noch geil. Gut. Ja, Leute, lasst es mich wissen. Wie gesagt, welche EP-Videos soll ich noch machen? Ich habe da eigentlich Bock drauf. Hier scheint aber irgendwie nicht ganz so viel los zu sein. Zumindest nicht so gesprächig wie in Hamburg. Dabei finde ich, dass man halt... gerade hier in Emden eine viel bessere Auswahl an RP-Möglichkeiten hat. Also man könnte jetzt so gerade hier mit so viel Crime-Base halt so viel mehr machen. Und ja, lasst es mich wissen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Emden-RP-Video. Ciao, ciao!